Einen schönen Mittag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserem Live-Webinar der Abfallwirtschaft, eines von schon ein paar. Und ich freue mich heute, dass wir das Thema E-Rechnung und E-Vergabe haben. Wir werden das Thema in der nächsten Stunde behandeln. Sie haben die Möglichkeit, auch zwischendurch Fragen zu stellen. Also wenn Ihnen etwas einfällt, dann nutzen Sie wirklich die Gelegenheit, die Frage einzugeben. Und wir werden schauen, dass unsere beiden Experten das vielleicht auch gleich beantworten können. Und da komme ich auch schon zu meinen beiden Gästen hier heute im Studio, nämlich herzlich willkommen Herr Dr. Gerhard Lager von der Wirtschaftskammer Österreich vom E-Center. Und ein Herr, der aus der Erfahrung, nicht, dass Sie nicht auch aus der Erfahrung sprechen, aber jetzt von der praktischen Seite her spricht, nämlich herzlich willkommen Herr Magister Christoph Zwick von der ARA Altstoff Recycling Austria AG. Wie gesagt, Sie haben die Möglichkeit, auch währenddessen schon Fragen zu stellen. Wir werden schauen, dass wir uns dem widmen können. E-Rechnung, E-Vergabe, ein großes Thema, in einer Stunde wahrscheinlich nicht wirklich bis ins Detail abhandelbar. Aber wir möchten Ihnen zu Hause heute mal ein bisschen einen Überblick geben. Was ist denn wichtig? Was müssen Sie beachten? Wie mache ich denn das überhaupt? Und bevor wir wirklich ins Detail gehen, hätten wir gerne eine Antwort von Ihnen, entweder ja oder nein, nämlich wie weit haben Sie schon Erfahrung mit E-Rechnung, mit E-Vergabe gemacht? Nämlich unsere Frage, haben Sie schon eine E-Rechnung erhalten? Bitte einfach zu Hause oder vor dem Bildschirm ja oder nein eintippen, dann kriegen wir ein kleines oder ein großes Gefühl dafür, wie umfangreich bzw. wie sehr das schon genutzt wird, E-Rechnung und E-Vergabe. Also ja oder nein, was haben Sie so für ein Gefühl, eher mehr ja oder nein? Herr Dr. Lager, von Ihrer Seite aus ist wahrscheinlich eher ja. Ich würde sagen. Wie schaut es aus von der Seite des Bundes? Ich denke, dass viele Unternehmer schon damit Kontakt gehabt haben, auch jetzt unsere Zuseher. Mhm. Es ist ein Thema, das ja schon einige Jahre in der Landschaft ist, sage ich einmal, sodass insgesamt gesehen wahrscheinlich viele damit Kontakt haben. Und die haben auch schon das Ergebnis, nämlich 86% der Personen, die heute zuschauen, haben bereits eine E-Rechnung erhalten und 14% eben noch nicht. Mhm. Also sehr spannend. Dann komme ich gleich zum ersten Punkt, nämlich zur ersten Frage an Sie, Herr Dr. Lager. Wie schaut es denn allgemein so aus, aus Ihrer Erfahrung? Sie haben ja doch einen ganz guten Überblick von Seiten der Wirtschaftskammer, auch in alle verschiedenen Branchen. Wie schaut es mit E-Rechnung und E-Vergabe grundsätzlich aus? Also wir beobachten das Thema elektronische Rechnung schon länger. Ich beschäftige mich seit 10 Jahren mit dem Thema elektronischer Rechnungsstellung. Wir machen ja regelmäßig Markterhebungen und man sieht zum Beispiel bei dieser Folie, die unsere letzte Studie zeigt, dass wir, die Herrschaften, die zuschauen, in bester Gesellschaft sind. Die letzten Befragungen bei rund 1000 Unternehmen zeigen, dass 87% der Unternehmer schon eine Rechnung in elektronischem Format erhalten haben und hier 12% nicht. Das heißt, die Unternehmer, die da zuschauen, Unternehmerinnen, sind in bester Gesellschaft und das gibt ungefähr den Schnitt so wieder. Jetzt gibt es verschiedene Formate von E-Rechnungen. Also wir kennen wahrscheinlich am ehesten noch das PDF, auch Sie, Herr Magister Zwick. Mhm. Aber welche Arten gibt es denn da allgemein, dass ich einmal so einen Überblick habe, was gibt es denn für Möglichkeiten, eine E-Rechnung zu stellen? Also viele Unternehmer unterscheiden aufgrund des Weges, wie elektronische Rechnungen zu ihnen kommen. Ist es eine elektronische Rechnung oder ist es eine Papierrechnung? Und dann wird oft nicht weiter differenziert zwischen den Arten der elektronischen Rechnung. Mhm. Wenn wir uns das anschauen, auch hier aus unserer Erhebung, Sie haben schon angesprochen, das PDF-Format ist das häufigste Format, in dem Rechnungen in Österreich elektronisch übermittelt werden. Das sehen wir auch hier bei dieser Grafik. Das PDF-Format ist aber grundsätzlich ein grafisches Format. Das heißt, das Unternehmen, das die Rechnung erhält, macht meistens das Gleiche mit den PDF-Rechnungen, wie es vorher mit den Papierrechnungen gemacht hat. Es druckt es halt aus und dann wird es ganz normal weiter bearbeitet. Der wirkliche Benefit der elektronischen Rechnung steckt aber darin, dass man der elektronischen Rechnung den Inhalt automatisch entnehmen und automatisch weiterverarbeiten kann, automatisch in die Buchhaltung übernimmt, damit man es nicht mehr abtippen muss auf der Empfängerseite. Und da reden wir von anderen Formaten, wie zum Beispiel Edifact oder XML, in Österreich verbreitet auch unter dem Namen IB Interface. Und diesen Formaten ist es möglich, sie automatisch weiterzuverarbeiten und hier steckt eigentlich der meiste Benefit drinnen. Das ist uns ein großes Anliegen, den Unternehmen näher zu bringen, dass hier bei der Art der elektronischen Rechnung zu unterscheiden ist und mittel- und langfristig eigentlich kein Weg um strukturierte elektronische Formate wie XML vorbeiführt. Mhm.
Herr Magister Zwick, wie schaut es denn bei Ihnen bei der ARA aus? Sie haben ja doch ein ziemlich großes Volumen an Rechnungen, die eingehen und auch ausgehen. Mhm. Ich glaube so 70.000, zwischen 70 also, und 90. Viel mehr. Mhm. Es ist ausgangsseitig, würde ich mal schätzen, 100.000 und eingangsseitig noch viel mehr. Also das ist dann natürlich ein von Vorteil, wenn man das nicht, so wie der Herr Dr. Lagerath gesagt hat, alles händisch bearbeiten muss, mhm. sondern wirklich auch elektronisch mhm. Weiterverarbeiten. Mit welchem System arbeiten Sie? Naja, wir haben den Einstieg in die elektronische Rechnung stufenweise gewählt. Ich darf da ganz kurz die Grafik der ARA zeigen, damit man einen Eindruck gewinnen kann, wie wir das stufenweise umgesetzt haben. Es hat sich ja auch im Jahr 2013, 1.1.2013, eine doch wesentliche Gesetzesänderung ergeben. Mhm. Wir haben unseren Entpflichtungspartner, das heißt unseren Kunden, die bei uns entpflichten, mit Beginn 2010 die Möglichkeit angeboten, durch eine Zustimmungserklärung zu deklarieren, dass sie PDF-Rechnungen, also elektronische Rechnungen, bekommen. Damals war es gesetzlich noch so vorgesehen, dass neben dem XLM-Format PDF-Rechnungen signiert sein mussten. Und wir haben eben bei uns dann die Organisation so aufgesetzt, dass die Rechnungen über einen Signaturserver signiert im PDF verschickt werden. Das war die Ausgangsseite von Rechnungen und wir haben auch die Signatur noch beibehalten, weil wir einfach unseren Kunden auch eine gewisse Qualität anbieten wollen, weil durch die Signatur eigentlich ein höherer Grad an Sicherheit verbunden ist. Wir haben ja gehört, in letzter Zeit gab es ja auch Fake-Rechnungen, die mhm. den einen oder anderen getroffen haben und durch die Signatur ist schon sichergestellt, dass es eben zumindest von der ARA signiert ist und von der ARA stammt. Auf der anderen Seite, von der Rechnungseingangsseite, haben wir uns erst angenähert, weil viele unserer Partner keine signierte PDF-Rechnungen versenden konnten. Das heißt, wir haben begonnen, im Jahr 2013 ein Projekt aufzusetzen. Da werde ich dann später noch darüber berichten, wie man so ein Projekt bei uns aufgesetzt hat als Beispiel. Und weil ab 2013 es möglich war, PDF-Rechnungen auch nicht signiert zu übermitteln. Voraussetzung allerdings ist, dass der Gesetzgeber verlangt vom Rechnungsempfänger ein sogenanntes innerbetriebliches Steuerungsverfahren, das nachzuweisen ist. Es soll sichergestellt werden, dass es eben durch die elektronischen Rechnungen nicht zu einer Doppel- oder Mehrfacherfassung kommt, dass auch sichergestellt wird, dass sozusagen die Leistung erbracht wird. Also da hat der Gesetzgeber natürlich großen Wert, um eben Fehler in diesem Bereich des Vorsteuerabzugs zu vermeiden. Und wir haben uns dann eben einer Wirtschaftsprüfungskanzlei bedient und die hat dann eben dieses innerbetriebliche Steuerungsverfahren im Test und im Echtsystem abgenommen. Das heißt also, von der Rechnungseingangsseite bieten wir an, unseren Partnern seit 2016 uns elektronische Rechnungen zu übermitteln. Mhm. Ziel letztendlich ist es dann irgendwann mal zum XLM-Format zu kommen. Der Bund hat ja hier, glaube ich, einen sehr substanziellen und großen Schritt gesetzt. Also dort ist es ja gesetzlich mhm. so vorgesehen, nur in strukturierter Form die Rechnung zu ermitteln. Wir haben halt, weil wir auch kleinere Partner haben, jetzt noch nicht diesen Schritt ergriffen. Aber wir sehen natürlich zunehmend, und das hat man ja auch gesehen mit der elektronischen Rechnung, dass der Zug der Digitalisierung, es werden ja auch von der Regierung Schritte gesetzt, zunimmt. Und wir werden natürlich in absehbarer Zeit auch auf XLM-Rechnung umstellen. Was ist Ihrer Meinung nach der Vorteil einer E-Rechnung oder E-Rechnung für den Sender und was ist er für den Empfänger? Genau, wir haben auch Folien vorbereitet. Wir müssen die Rolle unterscheiden. Also wir haben auf der einen Seite den Rechnungsersteller. Also dort ist, glaube ich, die Kostenersparnis und der Qualitätsgewinn mhm. viel rascher sichergestellt. Wir haben auf der einen Seite höhere Sicherheit, weil diese Medienbrüche verloren gehen. Das heißt, ich muss also nicht ein Programm haben, das einen Druckauftrag sendet, dann mhm. kommt es aus dem Drucker rauf, dann muss es kuvertiert werden, dann muss es versendet werden. Das ist mit Fehlern behaftet. Also höhere Sicherheit ist einmal da. Der zweite Punkt ist natürlich die Einsparung im Druck- und Kuvertierungsbereich. Wir haben dann keine Frankierkosten mehr und natürlich auch keine Wegekosten. Vor allem, wenn man bedenkt, wenn Sie sagen über 100.000, ja. Das macht dann schon in Summe was aus. Also wir haben das sehr deutlich gespürt. Mhm. Also wir konnten dort Postkosten deutlich einsparen. Mhm. Und das ist aber nur ein Aspekt. Also wie gesagt, man muss halt schauen, wenn man das Projekt aufsetzt, mhm. dass man auch für die Organisation was mehr gewinnt an Effizienz. Und mhm. das ist gelungen. Mhm. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Folie für den Rechnungsempfänger.
Da hat der Dr. Lager schon den Hinweis gegeben, XLM ist sozusagen das, was man anstreben sollte. Ist natürlich aufgrund der Vielfältigkeit und der Branche schwierig, das vorauszusetzen. Wobei, wie gesagt, im Bund ist es ja gelungen und es gibt auch Möglichkeiten, XLM-Files zu generieren im Internet. Für uns war es wichtig, es so aufzusetzen, dass wir auch gleich eine Effizienzsteigerung haben, nicht durch ein zentrales Postfach. Das heißt, es wird alles dort hingesendet. Wir haben dann dieses zentrale Postfach angeschlossen an ein Dokumentmanagementsystem. Das heißt, es ist de facto ein Posteingangsbuch, versetzt uns in die Lage, eben zu dokumentieren, welche Schriftstücke reingekommen sind. Die werden dann ins Dokumentmanagementsystem übernommen und werden dann weiter bearbeitet. Und das hat dazu geführt, dass es auch hier zu einer Optimierung der Organisation gekommen ist und zu Einsparungen. Wunderbar. Herr Dr. Lager, meine Frage, oder das werden sich auch wahrscheinlich die Zuschauer stellen, was brauche ich denn eigentlich, damit ich eine E-Rechnung erstellen kann? Also das hängt davon ab. Schöne Antwort. Man kann es nicht so allgemein sagen. Es gibt diesen englischen Spruch, it takes two to tango. Das heißt, man tauscht eine Rechnung ja nicht mit sich selbst aus, sondern man tauscht die Rechnung mit dem Geschäftspartner aus. Und Geschäftspartner hat man viele. Man stellt hoffentlich an viele Unternehmen oder Kunden Rechnungen, man erhält aber auch Rechnungen. Das heißt, wenn man sich mit dem Thema elektronischer Rechnungsstellung beschäftigt, sollte man sich auch immer beide Seiten anschauen. Aber konkret, um auf Ihre Frage einzugehen, man benötigt natürlich eine Software, die diese Rechnungen erstellt. Das ist, wird in der Fachbranche unter FIBU für Finanzbuchhaltungssoftware abgekürzt. Die kann einerseits vom Auftraggeber zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, beim Auftrag erfahren Sie schon, dass Sie die Rechnung elektronisch zu stellen haben und dass Sie dort beispielsweise ein Online-Formular zu befüllen haben, wie das zum Beispiel beim Bund der Fall ist. Also der Bund bietet auch eine Testmöglichkeit an, wie man Rechnungen an den Bund ausprobieren kann, ohne Gefahr, da irgendwas falsch zu machen. Es ist aber nicht die Voraussetzung, vor allen Dingen dann, wenn es Standards gibt, dann kann man auch die eigene Software verwenden, die Rechnungen entweder im PDF-Format exportiert oder die das auch im XML-Format exportiert. Wichtig ist zu wissen, dass man sich dann natürlich auch mit elektronischem Dokumentenmanagement beschäftigen sollte. Das heißt, man muss diese elektronischen Rechnungen, sollte man auch, wenn man sich dem Thema nähert, überlegen, wie archiviere ich die. Auch hier gibt es unterschiedliche Lösungen. Es gibt zum Beispiel den E-Tresor oder das Handysignaturkonto. Handysignaturkonto überhaupt kostenfrei, 2 GB gratis Speicher in einem sicheren Rechenzentrum. E-Tresor ist eine kostenpflichtige Lösung, kostet ungefähr 15 Euro pro Monat, also auch überschaubar, wo ich dann keine eigene Anlage dafür brauche, die mir Rechnungen, also Unterlagen, die ja der Bundesabgabenordnung entsprechen müssen, als Geschäftsunterlagen, revisionssicher aufbewahrt. Ich kann es aber natürlich auch bei mir im Betrieb machen, kann eine eigene Hardware kaufen, kann das auch mit Software machen. Das sind aber dann schon komplexere Sachen. Da ist es schon aus meiner Sicht sinnvoll, sich auch mit einem Dienstleister zu unterhalten und das archivieren zu lassen. Aber nicht nur die Archivierung, man kann auch generell die Rechnungsstellung auslagern. Es gibt in ganz Europa rund 300 bis 500 Unternehmen, die machen nichts anderes als für andere Rechnungen stellen oder Rechnungen aus unterschiedlichsten Formaten, sei es Papier, sei es elektronisch, in unterschiedlichen Formaten zu konvertieren und in die eigene Finanzbuchhaltungssoftware dann einzuspielen, sodass ich mit einem Schlag eigentlich das ganze Thema outsourcen kann und mich operativ gar nicht damit beschäftigen muss, sondern alles zukaufen kann. Das ist alles mittlerweile möglich. Das ist auch sicher interessant und wahrscheinlich auch abhängig von der Größe meines Unternehmens. Natürlich, ja. Sie haben es vorher schon angesprochen, Software. Ich brauche also eine gewisse Software oder eine bestimmte Software. Wo kriege ich die oder können Sie da eine ganz spezielle empfehlen? Also wir haben einen Überblick zusammengestellt, wo es Software gibt. Es gibt eine Informationsseite von uns unter dem Namen www.ibinterface.at. Das ist der Name des in Österreich verbreiteten Rechnungsstandards. Wenn wir da kurz reinschauen, kommt man auf eine Seite der Wirtschaftskammerorganisation, wo beschrieben wird, was ist IBI-Interface, also eine Kurzbeschreibung. Und Sie sehen hier auf der ersten Seite einen Link zu Umsetzungspartner und Produkte. Und wenn ich da drauf gehe, komme ich auf eine Seite, wo ich Hersteller bzw. Produkte sehe, die bewiesen haben, technisch bewiesen haben, dass sie Rechnungen in strukturiertem Format, aber auch wahrscheinlich in PDF-Format generieren können. Und da bin ich auf der sicheren Seite.
Das sind hier unterschiedlichste Hersteller von Unternehmen, die das im Web anbieten, die das sehr einfach anbieten im Sinne von benutzerfreundlich für den Einzelunternehmer, kostengünstig ab 15 Euro pro Monat ist man da dabei, bis hin zu Spezialunternehmen, die sich Integration in SAP-Systeme, hier Erfahrung haben, die wahrscheinlich für den kleinen Unternehmer nicht so interessant sind, aber dann für größere Unternehmen, wo wir hier rund 60 Unternehmen drauf haben, Anbieter, die das können und die das schon bewiesen haben uns gegenüber. Jetzt gibt es doch einige hier. Wo kann ich mich orientieren, dass ich, oder wo fange ich denn an, die richtige Software für mich zu suchen, jetzt zum Beispiel auf dieser Seite? Und Sie haben es vorhin auch schon erwähnt, also die Kosten sind ja wirklich variabel. Also definitiv, was kostet mich das, kann man wahrscheinlich auch wieder nicht so sagen, ne? Richtig, also das geht von der Kostenseite von unter Anführungszeichen nix bis x. Ja. Also nix heißt, wenn ich jetzt einen Auftraggeber habe, der sagt, stell mir die Rechnung strukturiert in IB-Interface, dann haben wir hier ebenfalls unter IB-Interface.at, IB-Interface Online, eine Webseite, wo Sie das ganz simpel machen können, ein Formular. Das heißt, Sie müssen überhaupt nichts investieren. Sie geben diese Rechnungsdaten ein, sagen XML generieren und Sie laden sich dieses XML runter, übermitteln es dann beispielsweise via Mail und können das so schicken. Wenn es um PDF-Rechnungen geht, ist das noch einfacher, vor allen Dingen für Kleinstunternehmen. Die machen ja wahrscheinlich die Rechnungsstellung vielleicht in der Textverarbeitung. Also in Word haben hier eine Formatvorlage, wo sie dann die Rechnungsnummer austauschen, den Betreff austauschen. Und das Einzige, was sie dann tun, ist, sie speichern, sie drucken nicht auf ihren Papierdrucker, sondern sie drucken in eine PDF-Datei. Dann kommt eine PDF-Datei heraus und die versenden sie. Also Investition auch null. Wenn ich das Ganze natürlich professionell machen will und auch auf der Rechnungseingangsseite mich dem Thema stelle, dann kommen natürlich schon Kosten auf einen zu. Diese Kosten und diese Projekte sind aber aus der Erfahrung heraus sehr schnell amortisiert. Spätestens innerhalb von einem Jahr ist meine Erfahrung, was mir Unternehmen berichten, dass sie Rechnungsprojekte natürlich Investitionen erfordern, die man aber sehr, sehr schnell wieder herinnen hat. Was ich hier empfehlen kann, ist ein in Kürze auf dem Markt verfügbares Förderprogramm, das die Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium macht. Dieses Projekt, Förderprojekt nennt sich KMU Digital. Hier gibt es bereits jetzt eine Webseite, wo man sich informieren kann. Die Unternehmen können hier kostenfreie Beratung anfordern von zertifizierten Unternehmensberatern, die in den Betrieb kommen, die mit den Unternehmen sprechen, wie und welche Möglichkeiten gibt es zur Digitalisierung überhaupt. Diese Potenzialanalyse ist komplett kostenfrei. Der Berater wird von uns beauftragt, wird von uns auch bezahlt. Und im Anschluss kann der Unternehmer dann sagen, naja gut, von einer ganzen Auswahl an möglichen Innovationspunkten interessieren mich dann drei. Und hier eine konkretere Beratung in Anspruch zu nehmen, zwei Tage lang, hier zahlt die Wirtschaftskammer bzw. das Wirtschaftsministerium 50% dieser Beratungskosten dazu. Und natürlich sind die Mitarbeiter und die Mitarbeiterausbildung genauso wichtig. Ein Teil von KMU Digital ist ein Qualifizierungsprogramm. Hier können einschlägige Schulungen ebenfalls zur Förderung eingereicht werden. Und hier werden auch 50% der Kosten von Schulungen refundiert. Das startet das Ganze ab September. Wenn Sie sich kmudigital.at merken, vielleicht fürs eigene Interesse, aber auch, dass Sie wissen, dass auch Ihre Lieferanten die Möglichkeit haben, sich hier ausbilden zu lassen. Die Unternehmensberater werden auch speziell für das Thema elektronische Rechnung geschult. Und hier können Sie dann auch in einem Jahr zum Beispiel Ihre Lieferanten mit dem Thema konfrontieren und sagen, okay, ich will aber jetzt, dass die Rechnung nicht mehr auf Papier oder PDF, sondern elektronisch kommt. Und hier wollen wir einen Anschub geben für die gesamte österreichische Wirtschaft, das Thema elektronische Rechnung professionell anzugehen. Herr Magister Zwick, KMU Digital werden Sie nicht mehr in Anspruch nehmen, glaube ich, brauchen. Sie haben sich die Arbeit schon angetan, haben ein Projekt aufgesetzt, nennt man das. Ja. Wie ist das bei Ihnen bei der ARA gehandhabt? Wie wird es gehandhabt? Wie haben Sie das gemacht? Ja, also wir haben grundsätzlich natürlich ein Projekt aufsetzen müssen, nachdem wir ein mittelgroßes Unternehmen sind und die Umstellung als solche natürlich auch einige gesetzliche Implikationen zu berücksichtigen hat. Man stellt ja um von Papierrechnung, sowohl von der Ausgangs- als auch von der Eingangsseite hin zur elektronischen Übermittlung. Und da sind natürlich bestimmte rechtliche Regelungen zu beachten. Das heißt, wir haben einmal diese rechtlichen Regelungen uns vergegenwärtigt, indem wir einen zivilrechtlichen und steuerrechtlichen Experten beigezogen haben, beziehungsweise unsere internen Experten,
haben dann uns angeschaut am grünen Tisch, wie können wir optimal den Ablauf designen, haben dann diese Erkenntnisse zusammengepackt und unser IT-Leiter hat dann ein Pflichtenheft erstellt mit uns gemeinsam. Und auf Basis dieses Pflichtenheftes hat man das dann noch einmal kontrolliert und gesagt, okay, das Pflichtenheft erfüllt die Anforderungen aus steuerrechtlicher und zivilrechtlicher Sicht. Der nächste Schritt war dann die Erstellung eines detaillierten Umsetzungs- und Projektplanes. Das heißt, wir haben einmal geschaut, wie schaut die Testphase aus, was muss getestet werden, damit sichergestellt wird, dass keine Fehler passieren, beziehungsweise Fehler rechtzeitig vom Echtbetrieb erkannt werden natürlich. Und haben dann die Testphase zu starten begonnen. Weiters haben wir eine externe Prüfungsgesellschaft beauftragt, dass die uns dann anschaut, sowohl begleitet in der Test- als auch in der Echtphase am Anfang, um zu testieren, dass wir ein innerbetriebliches Steuerungsverfahren haben, damit vom Vorsteuerabzug, das heißt von der Rechnungseingangsseite, sichergestellt ist, dass dieses innerbetriebliche Steuerungsverfahren vorhanden ist. Der nächste Schritt war dann natürlich die Testphase selbst. Das heißt, also da wurde hurtig getestet in der Buchhaltung und in anderen Abteilungen. Und wir haben. Was heißt hurtig getestet? Also wie lange haben Sie da gebraucht, dass das dann wirklich so schlussendlich in dieser Testphase dann? Ja, es ist ein iterativer Prozess. Das heißt, wir haben das, dann werden Fehler festgestellt, die Fehler müssen dann korrigiert werden von der IT-Abteilung, dann wird wieder getestet. Das heißt, man muss da schon rechnen, 2 bis 3 Monate. Also das doch. Hängt natürlich vom EDV-System ab. Ja. Bei uns war es so, dass das EDV-System, also diese elektronische Rechnung, noch nicht konnte. Das heißt, wir mussten das ihm erst beibringen. Mhm. Es gibt natürlich schon, gerade für kleinere Betriebe, Software, Buchhaltungssoftware am Markt, die das bereits kann. Und das heißt, dort wird es vielleicht einfacher sein. Empfiehlt sich aber dennoch auf jeden Fall, mit dem Steuerberater zu sprechen, beziehungsweise auch vielleicht einen Berater über diese Digitalisierungsinitiative anzusprechen. Nämlich einerseits, um steuerrechtlich sicherzustellen, dass nichts passiert. Und auf der anderen Seite natürlich auch, um vielleicht einen Mehrwert zu gewinnen. Das heißt, dass wir im Unternehmen sich anschaut, ob man zusätzlich Effizienzvorteile nutzen kann. Mhm. Das war bei uns auch sehr wichtig durch diese externe Prüfungsgesellschaft. Den Berater hat ja dann immer wieder aufmerksam gemacht und gesagt, wir haben natürlich die Erfahrung aus der Praxis und gesagt, naja, wir könnten hier und da noch Optimierungen vornehmen. Mhm. Also das empfiehlt sich jedenfalls. Mhm. Wunderbar, also die Testphase, Optimierung haben wir schon besprochen. Meine Frage jetzt vielleicht an Sie, Herr Dr. Lager, jetzt kann es passieren und es wird Ihnen wahrscheinlich auch passiert sein immer wieder, dass eine Rechnung irgendwie falsch ausgestellt wurde. Steht was Falsches drauf oder man schickt sie zu früh ab. Wie gehe ich denn damit um? Kann ich das mit der E-Rechnung auch, so wie ich es halt früher gemacht habe, dass ich es rausgenommen habe und neu geschrieben, ist das mit der E-Rechnung dann auch möglich? Natürlich, es ist inhaltlich die elektronische Rechnungsstellung genau das gleiche wie die alte klassische Papierrechnungsstellung. Das heißt, inhaltlich muss ich beachten, dass ich die Merkmale in der Rechnung drinnen habe nach § 11 Umsatzsteuergesetz, die sich nicht verändert haben. Eventuell kommt dazu, dass der Auftraggeber verlangt, dass man eine Auftragsnummer, eine sogenannte PO, Purchase Order Nummer, reinschreibt, damit er, nämlich dann der Rechnungsempfänger, diese Rechnung weiterverarbeiten kann und automatisch einem Auftrag zuordnen kann. Wenn man das tut, ist das die Kür, sage ich einmal, der elektronischen Rechnungsstellung, damit man es dann schon automatisch dem Auftrag zuordnen kann. Sonst tut sich da aber von den Inhalten her relativ wenig bis nichts. Bei der Steuernachrechnung ist es so, dass halt die Elektronik nicht vergisst. Das heißt, man kann da weniger schummeln. Oft war es bei der Papierrechnung und Buchhaltung so, dann hat man halt irgendwas draufgeschrieben oder mit der Hand. Das geht da natürlich nicht mehr. Das heißt, und das ist auch, muss man offen dazu sagen, ein unsicherer Prozess, wenn man das bis jetzt gemacht hat, weil man nie weiß bei der Steuerprüfung, wie das dann vom Steuerprüfer gesehen wird. Weil eine Rechnung darf man ja nicht so einfach ausbessern, sondern man muss sie stornieren und dann eine neue Rechnung ausstellen. Und das geht in der Elektronik natürlich ganz genauso. Auch zum Beispiel bei der E-Rechnung an den Bund gibt es das eigene Format Storno-Rechnung. Da schickt man die Rechnung als Storno-Rechnung noch einmal rein. Damit wird diese Rechnung ausgebucht und erstellt eine neue Rechnung, neue Rechnungsnummer, denselben Betrag. Und damit ist das gut und hat man keine Probleme mit der Vorsteuer. Wunderbar, also alles sehr safe und sicher. Herr Magister Zick, was war für Sie bei dem Aufsetzen dieses Projektes der E-Rechnung die größte Herausforderung jetzt von Seiten der ARA?
Ja, da gibt es mehrere Herausforderungen. Es ist auf der einen Seite natürlich für die Compliance des Unternehmens enorm wichtig, dass man keine steuerlichen oder zivilrechtlichen Fehler macht. Also deswegen braucht man die Berater, das ist gar keine Frage. Der zweite Punkt ist natürlich, dass man auch schauen muss, dass die IT-Systeme so ausgerichtet sind, von der Leistungsfähigkeit her und vom Ablauf her, dass es zu einer optimierten Organisation kommt. Das heißt, ich habe nichts davon, wenn Mitarbeiter dann darüber klagen, dass aufgrund der Umstellung es zu Problemen kommt. Deswegen ist die Testphase irre wichtig. Das heißt, da kann man im Vorfeld schon die Fehler erkennen, man kann die Fehler ausbessern. Die Mitarbeiter lernen auch das System kennen. Wir haben das gelöst über sogenannte Power-User. Das heißt, die hauptverantwortlich einmal da die Tests durchgeführt haben. Und dann ist es auch wichtig, natürlich die Mitarbeiter zu die Ängste zu nehmen. Elektronik, Digitalisierung führt natürlich zu einer gewissen Beängstigung. Das heißt, ist mein Arbeitsplatz sicher, ist er gefährdet etc. Und das muss man natürlich auch machen, dass man die Mitarbeiter motiviert, dass sie mit dieser Digitalisierung umgehen. Das ist aber eigentlich sehr gut gelungen. Und wichtig ist natürlich auch die Zusammenarbeit mit den Tanzpartnern. Also mit dem Tango-Partner in dem Fall. Das heißt, man muss natürlich auf die Lieferanten und Kunden zugehen, ihnen das erklären und sie darum bitten, dass man die Rechnung bekommt oder dann eben auch elektronisch versenden kann, also die Zustimmung sozusagen einholen. Jetzt muss ich ja im Vorfeld, dass ich überhaupt Rechnungen stellen kann, auch schauen, dass ich Aufträge hereinbekomme, beziehungsweise einfach, dass hier eine Leistung stattfindet. Unser zweites Thema, das wir jetzt da genauer besprechen wollen, ist nämlich die E-Vergabe. Und da haben Sie auch natürlich schon Erfahrungen gemacht. Und bleiben wir gleich bei der Praxis. Wie haben Sie die E-Vergabe, also dieses Projekt aufgesetzt? Mhm. Wie haben Sie mit der ARA dieses verwirklicht? Ja, also wie gesagt, ich habe da ein bisschen jetzt die Funktion, aus der Praxis zu berichten. Ich muss natürlich hier gleich am Anfang sagen, dass ich kann nicht die gesamten Ausschreibungsunterlagen wiedergeben, sondern nur ein paar Schlaglichter drauf werfen, wie so eine E-Vergabe aus unserer Sicht abgelaufen ist. Wichtig, glaube ich, ist, dass man, wenn man sich interessiert für eine E-Vergabe, sich unmittelbar dann mit den Ausschreibungsunterlagen auseinandersetzt und dann auch die entsprechenden Regelungen einhält, damit dort nichts passiert. Die Herausforderung für die ARA war, dass im Abfallwirtschaftsgesetz mit Wirkung 01.01.2015 verfügt wurde, dass die Grundsätze des Vergaberechts einzuhalten sind. Das heißt, unsere Experten im Hause haben sich zusammengesetzt mit externen Experten und haben ermittelt, wie kann sozusagen so ein Vergabeverfahren aussehen. Das heißt, es sind Vorschläge ausgearbeitet worden. Wichtig war uns dann auch, einen effizienten Ablauf zu ermöglichen, also nämlich sowohl für den Bieter als auch für uns. Und deswegen hat man sich dazu entschlossen, bestimmte Eignungsausweis- und Zuschlagskriterien zu definieren und eine sogenannte Präqualifikationsphase einzuführen. Das ist dann auf der anderen Seite hier, nämlich die Eignungsprüfung von Bewerbern. Das heißt, zuerst hat man den Bewerber die Möglichkeit gegeben, auf der Homepage sich zu registrieren. Dann hat man einen Teilnahmeantrag ausgefüllt und dann hat man eben die entsprechenden notwendigen Befähigungsnachweise verlangt. Die konnte man uploaden. Den Teilnahmeantrag musste man allerdings per Post verschicken. Das ist deswegen notwendig gewesen, weil die Vergabe durch eine externe Prüfungskanzlei auch begleitet wurde. Und da musste eben sichergestellt werden, dass das Originaldokument in die Hände der externen Prüfungskanzlei kommt, damit dort nicht irgendwie Möglichkeiten bestehen, das zu ändern. Ja. Und die zweite Phase war dann die Angebotserstellung. Das heißt, wenn jemand in die Präqualifikationsphase kam und ist jeder gekommen, aber positiv abgeschlossen hat, dann ist er eingeladen worden zu einem Angebot. Und dieses Angebot ist dann auch über die Webseite erstellt worden. Warum ist das so wichtig, dass ich den Anbieter, also der hier mitmacht, warum ist das wichtig, dass ich den prüfe? Ist das auch eine Arbeitserleichterung? Natürlich, dass man seriöse Anbieter hat. Ja, das, im Prinzip ist das ein ganz üblicher Weg im Vergaberecht, die Leistungsfähigkeit, weil sonst hätten Sie ja das Problem, dass sozusagen Anbieter, die überhaupt nicht leistungsfähig wären, womöglich zu Konditionen, die nicht fremdüblich sind, anbieten. Das heißt, also das ist ein ganz üblicher Weg im Vergaberecht, transparent und nach festgelegten Kriterien zu evaluieren, ob die notwendigen Befähigungsnachweise wirtschaftlichen, technischen Leistungsfähigkeit gegeben sind. Und dann eben in weiterer Folge erst die Angebotsstellung zu ermöglichen. Jetzt habe ich mein Angebot gestellt, ist bei Ihnen angekommen. Wie geht es dann weiter?
Also ich glaube, vielleicht noch wichtig? Gehen wir noch einmal ganz kurz grundsätzlich die Präqualifikationsphase noch mal ganz kurz durch. Also da war es so, dass wir gemeinsam mit der Austria Glass Recycling, die auch eine Ausschreibung durchgeführt hat, das jungtimiert haben. Mhm. Das heißt, der Partner hat die Möglichkeit gehabt, gemeinsam diese Präqualifikationsphase für die beiden Unternehmen durchzuführen. Und dann hat er eben einen Teilnahmeantrag ausfüllen müssen und hat den per Post geschickt. Und dann, wie gesagt, kam es zu dieser Angebotsphase, in der der Partner, wenn er freigeschalten worden ist, weil er eben die Teilnahmekriterien erfüllt hat, den Teilnahmeantrag ausgefüllt hat und dann musste der unterschrieben werden und auch an die Gesellschaft, an die Prüfungsgesellschaft versandt werden. Gut, das wird dann geprüft und dann wird jemand ausgesucht, der den Zuschlag kriegt. Genau. Wie erfahre ich jetzt als Angebotsleger, dass ich den bekommen habe im besten Fall? Nein, es werden alle Bieter also davon in Kenntnis gesetzt. Also wir haben hier auch eine Folie, das ist nur ganz kurz. Wir haben hier einige Fragen vorbereitet, damit die... Genau. Also doch ein sehr komplexer Prozess. Ist ein komplexer Vorgang, genau. Ja. Also wir haben einen fixen Termin definiert für die Angebotseröffnung und die Benachrichtigung ist dann erfolgt an alle Anbieter. Mhm. Und die Bekanntgabe erfolgt auch ans Umweltministerium. Beziehungsweise ist es im Prinzip so, dass die Bieterverständigung zur Wahrung von Betriebs- und Geschäftsgeheimnissen wird mit einer Bieterverständigung die Gesamtpunkteanzahl ausgewiesen. Mhm. Eine auch wahrscheinlich gar nicht uninteressante Frage, ob ich eine spezielle Software benötige zum Beispiel? Ist nicht notwendig. Okay. Also es ist ausreichend ein handelsüblicher PC oder Notebook mit einer ganz normalen Betriebssystem. Sie brauchen einen E-Mail-Account, Sie brauchen eine E-Mail-Software, Sie brauchen einen Internetbrowser und Sie brauchen einen Scanner, beziehungsweise Sie können das ja auch woanders einscannen lassen, beziehungsweise ist dann noch notwendig ein Adobe Reader, der ja gratis runtergeladen werden kann im Internet. Jetzt gibt es noch wichtige Punkte vielleicht, die wir auch besprechen sollten, nämlich registrieren, haben Sie vorhin schon angesprochen. Ja. Was können Sie uns da dazu sagen? Warum ist es so wichtig, dass ich mich registriere? Naja, das ist klar, damit man weiß, dass der betreffende Anbieter überhaupt Interesse hat an der Ausschreibung. Ja. Das heißt, die Registrierungsphase ist wichtig, um zu identifizieren, dass es ein Unternehmen gibt, das grundsätzlich als Bieter Interesse hat und auch Zugang bekommt zu den Ausschreibungsunterlagen. Mhm. Was ist dabei zu beachten, wenn ich das jetzt mache? Gibt es da ganz Man braucht einen PC, man geht auf die Homepage, man registriert sich und bekommt dann, kann dann eben den Teilnahmeantrag. Okay, also ganz einfach eigentlich. Ist ganz einfach, also ein ganz einfaches Verfahren. Wann bin ich dann teilnahmeberechtigt? Sie sind dann teilnahmeberechtigt, wenn Sie alle Unterlagen heraufgeladen haben rechtzeitig und auch den Teilnahmeantrag unterschrieben haben und an die Wirtschaftsprüfungskanzlei gesandt haben. Dann kommt es eben zu dieser Präqualifikationsphase. Das heißt, da wird dann, werden die gesamten Voraussetzungen geprüft. Und wenn das positiv ist, dann kriegen Sie eine Einladung zur Angebotserstellung. Jetzt gibt es wahrscheinlich auch bei Angeboten, die Sie bekommen, Arbeitsgemeinschaften. Also, Bietergemeinschaften, ja. Genau. Mhm. Wie ist das zu handhaben? Wie schaut das, oder wie war das jetzt bei Ihnen ganz speziell in der Praxis? Ja, also die Bietergemeinschaften, ich muss jetzt gleich mal damit die Kollegen auch mitlesen können. Schauen, genau, Sie bekommen übrigens die Folien natürlich zum Download dann erhältlich. Also da können Sie dann gerne noch ein bisschen nachschauen. Genau. Wenn es noch Fragen gibt, es ist doch sehr komplex, aber trotzdem sehr spannend und sehr wichtig zu wissen. Wie gesagt, die Teilnahmeanträge, also wenn ich jetzt einmal als Bietergemeinschaft einen Teilnahmeantrag mache, finden nur Berücksichtigung, wenn diese mit der Bewerbung als Bietergemeinschaft auch angegeben werden. Ja? Und die Bewerbergemeinschaft, das sind festgelegte Nachweise für alle Bewerber zu erbringen. Und die Bewerber müssen sich auch solidarisch zur vertragsgemäßen Erbringung der Leistungen verpflichten. Mhm. Also das sind die wesentlichen Kriterien. Welche Qualifikationsnachweise brauche ich, wenn ich Sie da gleich so das nächste Mal Wir haben Befähigungsnachweise, das ist den Ausschreibungsunterlagen zu entnehmen, aber das ist zum Beispiel, dass man ein Transportunternehmen ist, die Befähigungsnachweise, Gewerbenachweise, also die klassischen Befähigungsnachweise, die der Gesetzgeber für die Ausübung dieses Gewerbes verlangt. Mhm.
Wunderbar, das heißt, jetzt habe ich das alles einmal und ich kriege auch dann die Antwort, ich habe den Zuschlag bekommen, wie geht es dann oder wie ging es dann bei Ihnen weiter oder was sind dann die nächsten Schritte? Ja, dann wird der Vertrag unterschrieben, also wenn der Zuschlag erteilt wird, wird der Vertrag unterschrieben und dann geht es in die Leistungserbringung. Dann geht es auch dann hoffentlich in die E-Rechnungsstellung. Genau, in die E-Rechnungsstellung, so ist es. Im nächsten Schritt. Wunderbar. Wir haben es vorhin schon ein bisschen auch mit Ihnen besprochen, Herr Dr. Lager, also grundsätzlich Angebote, ein bisschen gibt es auch mit der E-Rechnung natürlich gewisse Vorlagen, wie ich das richtig mache. Wie schaut denn das bei Ihnen aus, wenn ich ein E-Angebot stelle? Also wie mache ich denn das jetzt richtig? Also wie gesagt, es kann relativ wenig passieren, weil es ist im Prinzip durch die elektronische Anmeldung im Portal und durch die Formulare, die dort hinterlegt sind, genau definiert, wie und was auszufüllen ist. Ja, okay, und es gibt dann umfangreiche Ausschreibungsunterlagen, aber an sich glaube ich, durch die Formulare, das ist sehr selbsterklärend und begleitend mit den Ausschreibungsunterlagen, glaube ich, wird es relativ Es ist schön, dass Sie das jetzt sagen, weil ich denke, es ist dann doch ein bisschen komplex, wenn man in die Tiefe geht, aber wenn Sie sagen, es ist dann doch recht einfach, weil es gut vorbereitet und aufbereitet ist, dass man sich dann auch Das ist der Vorteil natürlich einer E-Vergabe, weil die Möglichkeit besteht, dass der Bewerber sich direkt auf der Homepage anmeldet, dass er direkt die Anträge ausfüllen kann, dass er direkt auch die Informationen bekommt. Vielleicht noch eine Frage, weil es wird wahrscheinlich auch die Möglichkeit geben, dass Subunternehmer hier mit im Spiel sind. Wie funktioniert das oder was gibt es da zu beachten? Die sind ebenfalls anzumelden, das heißt, das Unternehmen muss bekannt geben, gleich in der Teilnahmephase, dass es eben ein Subunternehmen mit an Bord bringt und auch dieses Subunternehmen muss natürlich die entsprechenden Befähigungsnachweise erbringen. Wunderbar, das heißt, wir haben da jetzt einige Dinge gehört. Bestätigung, Einlangen des Angebots ist zum Beispiel auch noch ein wichtiger Punkt. Weiß ich das, dass das eingekommen ist? Wie weiß ich Es ist so, dass eben nicht über eine digitale Unterschrift das erfolgt, sondern wir haben den Weg gewählt, dass zwar die Teilnahmebeilagen, also die ganzen Befähigungsnachweise, abgeloadet werden können, aber sowohl der Teilnahmeantrag als auch das eigentliche Angebot ist, wie gesagt, elektronisch in Form eines PDFs-Formular auszufüllen und ist dann postalisch an die Wirtschaftsprüfungskanzlei zu verschicken. Und natürlich für den rechtzeitigen Eingang im Prinzip ist der zuständige Bieter verantwortlich. Das heißt, man wird so wie üblicherweise, wenn man postalisch sicherstellen will, dass es ankommt, rechtzeitig auch die notwendigen Maßnahmen ergreifen. Das heißt, auch terminlich und Fristen sind da einzuhalten oder kriege ich die auch vor und die sind eigentlich ganz Die sind in den Ausschreibungsunterlagen natürlich zu entnehmen. Das heißt, es ist genau eine Frist einzuhalten, bis wann die Angebote einlangen müssen an die Adresse. Es ist auch ganz klar definiert, wie diese Kuverts auszuschauen haben und dadurch ist eine sehr hohe Sicherheit eigentlich mit verbunden. Gut, jetzt kriege ich den Zuschlag. Wie erfahre ich? Wahrscheinlich auch schriftlich natürlich über das System. Ja. Und jetzt gibt es noch die Möglichkeit mit den Rechtsmittelfristen. Genau. Wie schaut das noch aus? Das ist zivilrechtlich geregelt, nachdem es ja nicht unter das Bundesvergabegesetz fällt. Das heißt, mit der Absage gibt es zivilrechtlich geregelt die Möglichkeit der Beanspruchung. Also das ist auch alles gut geregelt. Das ist geregelt. Das ist wirklich dann der Vorteil von E-Rechnung, E-Vergabe, dass das wirklich alles sehr strukturiert ist. Das ist ein sehr strukturierter und auch interaktiver Prozess. Ja. Natürlich müssen gewisse Rahmenbedingungen eingehalten werden, wie eben, wenn man es machen möchte, so wie wir es gemacht haben, über die Wirtschaftsprüfungskanzlei, dass das dorthin gesandt wird, damit eben hier eindeutig der richtige Weg vorgegeben ist. Vielen Dank einmal, Herr Magister Zwick, für diesen Einblick in die Praxis der ARA. Jetzt würde ich gerne von Ihnen wissen, Herr Dr. Lager, es gibt ja verschiedenste Branchen und verschiedene Größen von Firmen. Was sind denn so Ihre Erfahrungen mit der E-Vergabe? Also wie schaut das im öffentlichen Bereich zum Beispiel aus? Also wir befinden uns zurzeit in einer Übergangsphase von der klassischen Papiervergabe zur elektronischen Vergabe. Auch hier die ARA ein schönes Beispiel, sowohl bei der PDF-Rechnung als auch bei diesen gemischten Verfahren, sage ich einmal, wo sowohl Papier als auch Elektronik mitspielt, den Lieferanten den Einstieg leicht zu machen, geht der Weg natürlich dorthin, dass es künftig voll elektronische Vergabeverfahren geben wird.
die einerseits elektronisch ausgeschrieben werden, im Sinne von bekannt gemacht werden. Das heißt, Sie werden das Ganze dann nur noch im Internet finden. Sie werden aber auch den elektronischen Teilnahmeantrag nur noch elektronisch und nicht via Papier abgeben müssen. Ich gehe da jetzt in den Folien etwas weiter. Das haben wir inhaltlich ja alles schon angesprochen. Wir sehen hier einige Dienstleister, wo Sie erfahren können, was es derzeit für Vergabeverfahren gibt. Und wenn Sie das vergleichen mit den bisherigen Methoden, dann ist es so, dass Sie da einige offizielle Bekanntmachungsmedien, sei es Bundesgesetzblatt, Landesgesetzblätter oder etwaige andere Medien, durchschauen mussten auf Papier. Heutzutage in der elektronischen Welt ist das Ganze im Internet natürlich verfügbar. Und hier sind einige Dienstleister, die wir uns anschauen können, wo Sie zum Beispiel unter ebeschaffung.at auf eine kostenfreie Webseite gehen können und sich hier laufende Vergabeverfahren direkt anschauen können, welche es gibt. Sie können die im Volltext durchsuchen. Wir haben hier derzeit, wie man sieht, relativ wenige, die direkt einem Bundesland zugeordnet sind, aber wir haben auch 74 jetzt gerade, die keinem Bundesland zugeordnet sind, und wir reden jetzt hier auch nur über Österreich. Es gibt Plattformen und Portale, die machen das in ganz Europa. Ich habe hier auf dieser Webseite eben einige zusammengestellt, drei, die unterschiedliche Tiefe, unterschiedliche Kostenpflichtigkeit anbieten, wo man Suchprofile erstellen kann. Ich kann zum Beispiel sagen, ich bin eine Gärtnerei in Baden bei Wien und will jetzt sämtliche Gärtnerei-Ausschreibungen im Umkreis von 100 Kilometer von mir, und dann fällt zum Beispiel auch Ungarn hinein und vielleicht fahre ich auch in die Steiermark hinunter oder natürlich nach Wien hinein und muss mir jetzt nicht unterschiedlichste Veröffentlichungsmedien durchschauen, sondern bekomme das zum Frühstück praktisch geliefert, welche neue Ausschreibungen gibt es. Also das ist doch eine wesentliche Erhöhung des Komforts gegenüber der klassischen Papiervariante, wo meine Mitarbeiter in der Arbeitszeit irgendwelche Medien durchforsten mussten. So kriege ich das bequem zum Frühstück zum Durchlesen. Ist natürlich wahrscheinlich von Mitbewerb auch nicht dann, weil das natürlich viele andere auch erfahren, und man ist dann sicher gefordert, auch da ein gutes Angebot zu stellen. Die elektronischen Medien bewirken einfach Transparenz, das ist ganz klar. Hier hat die öffentliche Hand natürlich auch Interesse an einem Wettbewerb. Deshalb werden künftig auch im Unternehmensserviceportal diese öffentlichen Ausschreibungen von ganz Österreich zusammengefasst werden, und hier ist schon absehbar, dass der Bund den Service plant, dass man ins Unternehmensserviceportal einsteigt und dann eine Möglichkeit hat, alle Ausschreibungen, die derzeit aktuell sind, kostenfrei zu durchsuchen. Also diese drei Webseiten, ebeschaffung.at, Auftrag.at, Vergabeportal.at. Die gibt es bereits. Künftig wird ebenfalls kostenfrei solche Services im Unternehmensserviceportal abfragbar sein, und das Vergabeverfahren selbst wird dann auf unterschiedlichen Plattformen stattfinden. Wie sieht der Ausblick grundsätzlich aus? Also wir haben da auch jetzt schon eine Frage bekommen, stelle ich Ihnen nachher, aber 2019 wird es ja sowieso verpflichtend. Richtig. Zum Beispiel, warum, weshalb, erklären Sie uns das ganz kurz. Ja, also man sollte hier keine Angst vor der E-Vergabe haben. Im Vergleich zu dem Papierprozess, wo Sie diese ganzen Unterlagen im Betrieb ausfüllen müssen und hier eigentlich keine Hilfestellung haben, ist auch die vorher von Magister Zwick angesprochene Präqualifizierungsphase eigentlich ein Abschnitt, der immer schon stattgefunden hat. Sie als Bieter wussten es nur noch nicht. Auf der vergebenden Seite wurden immer schon Teilnahmeanträge zuerst auf die formale Richtigkeit und die Erfüllung von den Kriterien wie Querberechtigung etc. überprüft, und die wurden dann schon ausgeschieden und das Angebot hat man sich gar nicht angeschaut. In der digitalen Welt ist dieser Prozess interaktiver, das heißt, Sie bekommen praktisch auch mit, dass Sie zuerst einmal alle Formalkriterien erfüllen und haben erst dann die Möglichkeit, das Angebot abzugeben. Das ist aber rechtlich gesehen nicht anders als zuvor. Was neu ist, ist, dass jetzt nicht so ein Mischverfahren bleiben wird, sondern im Gegenteil, es wird spätestens ab 2019 für alle öffentlichen Auftraggeber bei Aufträgen im Oberschwellenbereich verpflichtend sein, Vergabeverfahren in der Kommunikation mit dem Bieter ausschließlich elektronisch abzuwickeln. Das heißt nicht, wie es zum Beispiel jetzt bei diesem Zwischenschritt von der ADRA der Fall ist, dass ich das eigentliche Angebot mit postalisch noch schicke. Das wird man künftig ebenfalls voll elektronisch raufladen müssen auf die Plattform, die Vergabeplattform,
derer sich der Auftraggeber letztlich bedient. Man sollte sich daher rechtzeitig damit vertraut machen, mit Vergabeplattformen, die es jetzt schon gibt. Das ist jetzt kein Riesenwildwuchs, wenn man nicht in Europa unterwegs ist. In Österreich gibt es eine überschaubare Anzahl von 5 technischen Dienstleistern, die solche Vergabeportale erstellen. Und es wichtig ist, hier nicht den Kopf in den Sand zu stecken, sondern sich dem Thema proaktiv zu widmen, zu schauen, wenn ein Auftraggeber, den ich jetzt schon habe, das ankündigt oder Schulungen hier anbietet, dass man dieses Angebot wirklich wahrnimmt. Aber das Thema digitale Signatur, das geht nicht weg, das kommt bei den elektronischen Vergabeverfahren wieder. Deshalb sollte man sich rechtzeitig eine Handysignatur besorgen und auch diese testen. Die Handysignatur ist zurzeit die am meisten eingesetzte Variante von digitalen Signaturen in Österreich. 800.000 Österreicher haben bereits die Handysignatur. Das ist auch sehr, sehr simpel. Man muss sich das halt besorgen, indem man zum Beispiel auf ein Finanzamt geht, zum Beispiel in die Wirtschaftskammer kommt, zum Beispiel in Bezirksstellen oder hier auf dieser Seite sich informiert, wie man zu einer Handysignatur kommt. Das kann man mittlerweile auch voll auf die Ferne machen. Das heißt, ich kann so einen Brief anfordern, dann bekomme ich einen eingeschriebenen oder RSA-Brief, den muss ich dann abholen von der Post. Das heißt, da bin ich auch örtlich ungebundener. Kann auch auf dieser Seite sämtliche Services nutzen, zum Beispiel in mein Handysignaturkonto einloggen. Ich zeige Ihnen das kurz, wie das ausschaut. Man geht hier dann auf Handysignatur. Man gibt seine Telefonnummer ein, ich habe das vorher schon ausprobiert, deshalb steht das da schon drinnen. Man hat ein Signaturpasswort. Dieses Signaturpasswort dient dazu, dass man praktisch keine Spam-SMS oder Aufforderungen bekommt, ist aber noch nicht so das tolle Sicherheitskriterium. Das ist eine Absicherung für den Benutzer. Man sagt dann, dass man sich identifizieren will. Und dann können 2 Varianten starten. Entweder bekommt man eine SMS und gibt hier auf diesem Bildschirm eine SMS ein, oder man hat die Handysignatur-App installiert, die habe ich installiert. Sie sehen, man bekommt so einen QR-Code angezeigt. Ich habe dann hier am Handy die App offen, die sich dann öffnet, die mit einem Scanning-Fenster öffnet. Ich gehe zu dem Bildschirm, zum QR-Code, scanne das ein. Und ich sehe hier Signatur erfolgreich auf meinem Handy und der Prozess geht weiter. Der Computer loggt sich automatisch ein in meinem Handysignaturkonto und hier, ich habe es vorher schon angesprochen, hätte ich zum Beispiel 2 GB gratis Speicher, der auch sehr sicher gehalten ist. Also die ganze Handysignatur ist kostenfrei. Ich würde empfehlen, dass man sich damit beschäftigt. Man könnte zum Beispiel auch, wenn man will, PDF-Dokumente kostenfrei auf dieser Webseite signieren. Wir machen das zum Beispiel bei den Beauftragungen, dass wir sämtliche Dokumente nur noch Aufträge nicht mehr mit Post rausschicken, sondern als PDF-Dokument digital signiert. Da weiß der Empfänger auch, dass das wirklich von uns beauftragt ist, von der Wirtschaftskammer, und nicht, dass das irgendwer gemacht hat. Also Handysignatur organisieren und ausprobieren. Das wäre nämlich wahrscheinlich auch die Beantwortung der Frage, die zuvor reingekommen ist. Und zwar, dass eben die E-Vergabe verpflichtend wird ab 2019. Und die AG verwendet dazu verschiedene Systeme der Abwicklung, war die Frage, was bedeutet das für mich als Bieter technisch? Also das heißt, genau das, was wir jetzt besprochen haben, rechtzeitig schauen, Handysignatur und natürlich auch noch die zweite Geschichte, sich mit den Bieterportalen vertraut machen, dass man schauen, welches und rechtzeitig vor allem, das erste Mal, nicht erst am selben Tag, wo die Frist abläuft, sondern sich rechtzeitig damit vertraut machen, vor allen Dingen, wenn man es das erste Mal macht. Ja. Gut, 2019 ist noch ein bisschen Zeit, also wenn man jetzt sich schön damit beschäftigt, dann glaube ich, geht sich das ganz gut aus. Wunderbar, vielen Dank einmal für diesen Teil. Jetzt noch, Herr Magister Zwick, eine Frage zum Thema Maßnahmen für Optimierung, die Sie gemacht haben bei der ARA. Genau, vielleicht nur aus der Praxis berichtet, was wir gemacht haben. Neben der elektronischen Rechnung hatten wir im Jahr 2011 bereits eingerichtet das sogenannte Condat Web. Condat Web versetzt den Partner in die Lage, über artikelbasiert Leistungsdaten dem Unternehmen, also der ARA, mitzuteilen. Das versetzt uns in die Lage, diese Daten elektronisch ins Warenwirtschaftssystem zu transportieren. Das heißt, das Warenwirtschaftssystem erkennt dann die Artikel, erkennt die Mengen, kann dann auch eine Überprüfung vornehmen, der Mitarbeiter, der in der Rechnungskontrollabteilung sitzt. Dann wird sozusagen die Leistung freigegeben. Die Rechnung kommt entweder in Papierform nach wie vor oder
hoffentlich dann schon elektronisch gelangt sie zu uns. Es gibt eine Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystem und Buchhaltung und in der Buchhaltung werden dann die freigegebenen Rechnungen, die nämlich inhaltlich geprüften Rechnungen, nochmal formell geprüft, das heißt, ob die Kriterien nach § 11 Umsatzsteuergesetz alle enthalten sind und werden dann verbucht. Mhm. Das heißt, wir haben also dadurch eigentlich schon den ersten Weg in Richtung XLM und es jetzt noch in dieser Form übermittelt zu bekommen, weil ja da nur Mengendaten übermittelt werden und Artikelinformationen. Aber letztendlich ist es schon eigentlich der erste Weg in diese Richtung. Weitere Maßnahme, die wir gesetzt haben, war also nicht nur bei der elektronischen Rechnung stehen zu bleiben, sondern weiterzugehen in die Buchhaltung. Und da haben wir eigentlich sehr gute Erfahrungen gemacht mit einem Programm, das wir erworben haben. Ein Programm, das erkennt sozusagen und automatisch zuordnet die vielen Zahlungseingänge. Wir haben auch kleinere Zahlungseingänge, weil wir natürlich auch kleinere Unternehmen als Kunden schätzen. Und diese Zahlungseingänge werden automatisch erkannt. Also wir über das Multibanksystem werden die Daten abgefragt, nämlich die Kontendaten, die Verbuchungsdaten und werden dann automatisch mit der Buchhaltung verknüpft. Das heißt, es findet die Verbuchung statt bzw. die Aufzifferung in den offenen Posten. Und das letzte digitale Schritt, den wir gesetzt haben, ist, dass die Unternehmensgruppe der ARA, die ARA Service Group, ein neues Unternehmen gegründet hat, die Digido. Digido GmbH beschäftigt sich mit der elektronischen Austausch von Transportdaten. Das klingt wie ein Tanz, fast Digido. Genau. Wunderbarer Name. Und da ist eigentlich die Transportwirtschaft und die Abfallwirtschaft in die Lage versetzt, elektronisch Transportdaten auszutauschen. Und wer sich dafür interessiert, also ich habe die Homepage mitgenommen, www.digido.org, da sind dann die Informationen abrufbar. Wunderbar, also da kann man sich dann genauer noch informieren. Vielen Dank einmal für den Einblick aus der Praxis. Ich denke mal, gerade wenn man auch noch von der Optimierung spricht, ist das natürlich eine massive Erleichterung, diese ganzen Datenmengen, die hier reinkommen, natürlich dann auch weiter zu verarbeiten. Wie gesagt, es geht in zwei Richtungen. Das eine ist, die Qualität zu optimieren, weil wir wissen ja, wenn man Rechnungen sich anschaut, die per Papier oder PDF bekommen, haben nach wie vor teilweise Probleme, die richtig auszustellen. Mhm. Und indem man natürlich jetzt, so wie der Bund es gemacht hat, dann zu einer XLM-Schnittstelle geht, dann geht es gar nicht mehr, dass man irgendwas falsch macht. Ja. Mhm. Und auf der anderen Seite auch, wie gesagt, den Ablauf und den Prozess im Unternehmen optimieren in Richtung Qualität, aber natürlich auch unsinnige Tätigkeiten zu vermeiden. Mhm. Ja. Wunderbar. Ich möchte noch eine Frage jetzt so in den Raum werfen, die hier gekommen ist. Die haben wir vielleicht eh schon auch beantwortet, aber ich möchte sie trotzdem ansprechen. Wird auf die elektronische Rechnung im öffentlichen Bereich, also vom Bund, eingegangen? Verstehen Sie die Frage? Nein. man kann es herzeigen. Ja, genau, natürlich. Ja. Also falls das die Frage ist. Es steht nur hier... Genau, die Frage, also wenn Sie möchten, gerne. Ja, natürlich. Also, ein bisschen Zeit haben wir noch. Wir haben auch den Link, ich gehe da einige Folien zurück, der war allerdings nicht verlinkt, ich zeige das einfach auf der Webseite her. Man kann sich ganz einfach diese Informationen des Bundes unter test.erechnung.gv.at selbst anschauen. Das ist die Plattform des Bundes, wie man hier sieht in der Testversion. Die Testversion hat die gleichen Funktionalitäten, nur bringt sie nicht wirklich diese Rechnungsinformation hinein in das System des Bundes. Man kann hier entweder Rechnungen hochladen, wenn man eine eigene Software bereits hat, die IB-Interface-Rechnungen erzeugt. Sie können sich erinnern, zu Beginn des Webinars habe ich diese Liste an Herstellern gezeigt, die das können, Softwareprodukten, oder wenn ich gar nichts habe und auch jetzt nicht investieren will, habe ich hier ein Rechnungsformular. Ich kann hier, und das kennen Sie alle vom Online-Banking, mit einer Vorlagedatei, die ich beim ersten Mal bei der allerersten Rechnung als Eingabe erstellen kann, kann ich eine Vorlagedatei da noch einmal reinladen. Wenn ich zum Beispiel sehr ähnliche Leistungen habe, dann muss ich meine Stammdaten nicht neu eingeben. Hier habe ich jetzt keine Vorlagedateien, das heißt, ich gehe runter, sage Dokumententyp,
Und das ist natürlich eine Rechnung bei einer normal abgeschlossenen Leistung. Man sieht hier auch beim Dokumententyp, ich könnte Vorauszahlungen beantragen, Teilrechnungen stellen, wenn ich eine Teilrechnung gestellt habe, eine Endabrechnung machen oder auch eine Gutschrift hier verbuchen. Also ich mache eine Rechnung, gehe hier weiter, komme dazu, die Stammdaten der Rechnungen einzugeben. Hier ist das, was ich vorher angesprochen habe, was eventuell inhaltlich noch neu sein könnte bei der elektronischen Rechnungsstellung gegenüber der Papierrechnungsstellung, dass ich eine Auftragsreferenz eingeben muss und eine Lieferantennummer. Das sind die einzigen beiden Informationen, die bei der E-Rechnung an den Bund oder an die Verwaltung, weil auch manche Bundesländer darüber Rechnungen annehmen, neu sind. Diese Auftragsreferenz und Lieferantennummer dient dazu, automatisch zuzuordnen zu Ihnen diese Rechnung, weil Ihre Informationen als Stammdaten im System des Bundes angelegt werden. Das ist deswegen sinnvoll, dass man das tut, auch bei jedem Unternehmen das Stammdatenmanagement darauf Sorge zu tragen, damit Ihnen keine falschen Rechnungen unterschlupfen, wo jetzt zum Beispiel irgendein Dritter so tut, als sei er eine andere Firma und seine Kontonummer hinschreibt, weil nichts leichter als das, ich schicke eine Rechnung ab, tausche sie aus, die Kontonummer und schicke die Rechnung weiter. Man denkt, die Rechnung ist gut, in Wirklichkeit geht das Geld woanders hin. Das ist in der digitalen Welt natürlich eine Gefahr, kann man aber auch einfach lösen, indem man gescheites Stammdatenmanagement macht. Das ist normal Teil von Finanzbuchhaltungssoftware. Also da gibt es auf der einen Seite die Lieferanten, die legt nur an und die Software gleicht automatisch ab, ist die Kontonummer, die in der Rechnung angegeben ist, ist das die gleiche wie in den Stammdaten. Und so kann man dann auch Betrug automatisch bekämpfen. Man gibt diese Informationen ein und man sieht hier oben bei den Kontaktdaten, Zahlungsdaten, Rechnungsdetails, Rechnungskontrolle und Bestätigung, das sind die 7 Schritte, die man hier durchlaufen muss, ohne dass man irgendeine Software hat, ohne dass man digitale Signatur machen muss. Was noch vielleicht wichtig ist zu wissen für Unternehmen, man muss das auch nicht selbst machen. Ich kann meinen Buchhalter beauftragen, für mich Rechnungen zu stellen. Ich kann auch Dienstleister beauftragen, für mich Rechnungen zu stellen. Dann muss ich mich nicht am Unternehmensserviceportal selbst registrieren. Damit Sie dann nicht nur im Testsystem, sondern ins Echtsystem kommen, müssen Sie sich nämlich einmal am Unternehmensserviceportal des Bundes registrieren. Um das kommt man aber mittel- und langfristig sowieso nicht herum. Das heißt, ich würde empfehlen, dass man sich da sehr wohl einmal mit dem Thema Unternehmensserviceportal beschäftigt. Da kann man von den Sozialversicherungseingaben Konto prüfen, unterschiedlichste, also viele verschiedene andere Finanz-Online-Services nutzen. Das sind ja alles Services, die sind die österreichischen Unternehmer gewohnt und wollen nicht mehr darauf verzichten, dass das elektronisch passiert. Also hier ist das Unternehmensserviceportal eigentlich ein modernes Mittel, seinen Betrieb weiterzubringen in der Digitalisierung. Jetzt kam noch eine Anfrage, Frage, eine Bitte. Eben, wir haben schon Internetplattformen zur E-Vergabe von Ihnen gehört, aber für den öffentlichen Anbieter gibt es da auch eine Empfehlung oder wo man nachschauen kann, E-Vergabe-Plattformen, wo ich mich anmelden kann. Wenn man öffentlicher Auftraggeber ist, gibt es eine Handvoll an Dienstleistern. Es gibt auf der einen Seite den Auftragnehmerkataster Österreich, der sowohl Ausschreibungen anbietet, durchzuführen, als auch eine eigene Plattform hat, wo man teilnehmen kann. Es gibt zum Beispiel die Firma WMAP, ein österreichisches Unternehmen, das sowohl im privaten Bereich, im B2B-Bereich, als auch im öffentlichen Bereich Vergabeportale erstellt und hier sehr weit geht und sehr detaillierte und auswertbare Portale erstellt. Es gibt beispielsweise die Wiener Zeitung, aber damit sind schon die großen Anbieter genannt und die kann man im Wesentlichen in einer Hand abzählen, die dann in unterschiedlichen Ausprägungen Vergabeportale erstellen und dann den Kunden zur Verfügung stellen. Vielen Dank. Herr Magister Zwick, vielleicht zum Abschluss noch, wir haben noch 2 Minuten. Was würden Sie den Neulingen der E-Rechnung, der E-Vergabe einfach empfehlen, auf was man wirklich ganz speziell achten sollte und was war von Vorteil auch für Sie zu wissen? Ja, ich kann es gerne nochmal zusammenfassen. Also die E-Rechnung ist aus meiner Sicht heutzutage
ein Medium, an dem man nicht mehr vorbeikommt. Mhm. Also man hat es ja auch gesehen, sehr viele Unternehmen haben mit E-Rechnungen zu tun, schon seit Jahren, und das nimmt immer mehr zu. Und wenn man selber jetzt noch keine E-Rechnung selber ausstellt, sollte man sich eigentlich schon Gedanken drum machen. Mhm. Wichtig war für mich eben, dass keine Fehler passieren. Das Umsatzsteuergesetz enthält bestimmte Fallen, die sind natürlich unabsichtlich, aber das kann schlagend werden, wenn man umstellt. Durch einen Umstellungsprozess können Fehler passieren. Das heißt also, ich würde jedem, auch kleinen Unternehmen, empfehlen, sich mit dem Steuerberater kurz zusammenzusetzen, zu überlegen, welche Software verwende ich. Teilweise, wenn man Buchhaltungssoftware im Hause hat, dann kann die Software das bereits, Dr. Lager hat darauf hingewiesen, dann kann man nachschauen, also ob diese Software schon in der Lage ist, dies zu machen. Dann ist natürlich auch wesentlich zu evaluieren, was sind meine Tanzpartner, um in dem schönen Bild zu bleiben. Das heißt, ist es der Bund, dann wird man ohne dies bereits entsprechende Maßnahmen gesetzt haben müssen. Sind es größere Unternehmen, die haben auch Maßnahmen gesetzt. Es gibt ja auch bei internationalen Unternehmen Rechnungsportale, wo einem gar nichts anderes übrig bleibt und man sogar dafür zahlen muss, dass man Rechnungen einbringen darf. Also das ist ohne dies ein bisschen ein sensibles Thema. Also wir haben uns da schon ein bisschen wundern müssen, aber es ist eben so. Oder es sind andere Personen, denen man diese Rechnung schickt. Also das ist zu evaluieren. Mhm. Und wie gesagt, ich kann nur empfehlen, mit der Wirtschaftskammer, mit den Beratern, mit dieser Digitalisierungsinitiative, die auch gesetzt wird, und mit dem Steuerberater, der sozusagen hier ein guter Partner ist, das gemeinsam umzusetzen. Mhm. Beziehungsweise, wenn ich E-Rechnung bekomme, mir auch Gedanken zu machen, wenn das jetzt PDF-Rechnungen sind, wie kann ich die optimal in meine Organisation einbinden? Mhm. Und wie gesagt, es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich die E-Rechnung Standard werden wird. Also ich glaube, damit kann man sich vertraut machen. Herr Dr. Lager, ein ganz kurzes Schlusswort, Abschlusswort noch aus von Ihrer Seite des Bundes. Was würden Sie unseren Zuschauern empfehlen? Also ich würde den Zusehern empfehlen, beschäftigen Sie sich mit diesen Themen, machen Sie das rechtzeitig, machen Sie das bald. Nutzen Sie die Initiative kmudigital.at, um hier weiterzukommen, Ihre betrieblichen Prozesse der digitalen Welt anzupassen. Und denken Sie daran, dass Sie bei der Rechnungsstellung sowohl Rechnungsempfänger als auch Rechnungssender sind. Und der meiste Benefit steckt eigentlich beim Rechnungsempfänger. Das heißt, beschäftigen Sie sich damit, wie Sie am besten davon profitieren können beim Rechnungseingang. Vielen Dank, Herr Dr. Lager. Vielen Dank, Herr Magister Zwick, für die sehr umfangreichen Informationen. Wir haben ganz viele Websites und Informationsplattformen gesehen. Das ist gut für Sie, denn Sie können sich auch durch die Folien dann noch einmal durcharbeiten und nachschauen. Und ich danke Ihnen sehr. Sie stehen natürlich für Fragen zur Verfügung, wenn es irgendwas gibt. Und wir sagen ein herzliches Dankeschön fürs Zuschauen. Wir hoffen, dass wir ein bisschen die Angst nehmen konnten zum Thema E-Rechnung, E-Vergabe. Und einen schönen Nachmittag und ein schönes Wochenende. Dankeschön.